Hallo und Happy Monday an alle. Hallo an den Chat. Heute geht's um Fresko und Animation, also Illustration und Animation. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist. Xenia Tatschke, hallo. Hallo, guten Morgen. Du hast uns ja heute ein spannendes Programm vorbereitet und der Chat ist schon total mit dabei. Gabi sagt schon, heute Animation mit Fresko, super spannendes Thema. Da kommt auf jeden Fall einiges an Inspiration auf uns zu. Ich bin gerade frisch aus dem Urlaub zurück, also ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Motivation, um heute loszulegen. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, was du uns mitgebracht hast. Wie geht's dir denn heute? Ja, mir geht's super. Hatte schon Kaffee, also alles gut. Ach, das ist der perfekte Start in den Tag. Besser geht's ja gar nicht. Und da heißt es auch, dass du schon bereit bist. Für alle, die heute zuschauen, kommt rüber auf Behance. Dort beantworten wir Fragen. Das Ganze ist ja einmal interaktiv. Das heißt, ihr habt wie ein One-on-One-Gespräch Zeit, um Xenia alle Fragen zu stellen. Und ich bin gespannt, was so kommt. Gabi sagt schon, Zettel und Stift sind bereitgelegt. Und ja, dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Wie bist denn du zu Illustration und Animation gekommen? Das ist ja ein ganz spannendes Thema. Ich habe eigentlich Kommunikationsdesign studiert, beziehungsweise ich studiere eigentlich immer noch streng genommen Kommunikationsdesign. Ich schiebe gerade meinen Abschluss so ein bisschen Corona-bedingt. ich wollte eigentlich auch immer Grafikdesign machen und habe mich für Illustration immer irgendwie interessiert, aber ich habe mich eigentlich nie richtig getraut zu illustrieren, weil damals oder zumindest so von den Leuten, die ich so kannte, war immer so die Meinung, hatte ich das Gefühl, dass wenn man illustrieren will, dass man erstmal so richtig zeichnen können muss, also so technisch gut sein muss, so ein bisschen nach dem Motto, man muss erstmal die Regeln kennen, bevor man sie brechen darf, so. Und ich habe es auch ab und zu versucht, so zeichnen zu lernen, aber es hat mich immer irgendwie total gelangweilt. Und ich habe auch immer gedacht, okay, wenn ich jetzt zeichnen kann, was dann? So, dann weiß ich immer noch nicht, was ich zeichnen soll, wie das dann aussehen soll und so. Und deswegen dachte ich, okay, dann ist es wahrscheinlich einfach nichts für mich. Dann mache ich halt Design, ist auch, Grafikdesign ist auch kreativ und so. Und aber dann im zweiten Jahr meines Studiums bin ich dann so ein bisschen in so eine kleine Krise gekommen, also Ende des zweiten Jahres, und habe irgendwie an 3 Corporate Design Projekten gleichzeitig gearbeitet und habe einfach gemerkt, so Marketingkonzepte zu erstellen ist irgendwie so gar nicht mein Ding. Für das eine Corporate Design musste ich dann total viele Layouts machen und ich habe gemerkt, ich bin einfach immer noch total schlecht darin, Layouts zu machen, was auch nicht so praktisch ist, wenn man Grafikdesign machen will. Und gleichzeitig war ich total von Pictoplasma inspiriert, also dem Character Design Festival, bin da zu den Animationsscreenings gegangen und dachte so, wow, das ist so cool, sowas würde ich eigentlich voll gerne machen, so Charakter zeichnen und animieren, und ja, ich fand das einfach total inspirierend. Und dann hat eine Kommilitonin, die im Abschlussjahrgang war, bei unserer Uni so einen kleinen Illustrationskurs im Freiwilligen gegeben, der auch nicht angerechnet wurde, der einfach nur war, ja, es gibt hier nicht so viel Illustration an der Uni, wir machen jetzt mal so ein bisschen Illustration. Und sie hat uns dann so näher gebracht, dass wir auch einfach so zeichnen können, wie wir wollen, und dass es gar nicht so um die Technik geht, sondern dass wir einfach kreativ sein sollen mit dem, was wir machen, und einfach so witzige Sachen zeichnen, ohne so auf die Technik zu achten. Und da habe ich dann gemerkt, ja, das macht mir total Spaß. Darauf habe ich irgendwie total Lust, das weiterzumachen. Und dann dachte ich, gut, dann mache ich jetzt einfach nur noch das. Habe mir Skizzenbücher geholt, habe mir so einen kleinen Lichttisch bei Amazon bestellt, habe da so kleine GIFs gemacht und habe dann einfach die Skizzenbücher voll gemacht. Und ich kann ja mal ganz kurz zeigen, was in der Zeit so entstanden ist. Das sieht man jetzt gar nicht. Also, Jetzt sieht man es, genau. Also da habe ich solche Sachen gemacht und das war dann irgendwie auch gleich schon so mein Stil. Und habe mir dann auch relativ schnell ein iPad bei eBay Kleinanzeigen für ganz wenig Geld geholt und dann ging das alles noch viel schneller. Und und seitdem mache ich eigentlich nichts anderes mehr, habe auch nicht mehr wirklich zurückgeschaut. Ist ja auch ein krasser Schritt und eine gute Entscheidung, da direkt einzusteigen und das andere auch hinter sich zu lassen. Viele schaffen das ja gar nicht und das weiß ich auch aus Erfahrung. Es ist ein großer Schritt, sich das zu trauen. Ja, ich glaube, das war dann auch einfach ein bisschen die Verzweiflung. So. Verzweiflung kann eine gute Motivation sein. Das stimmt und ich freue mich total, dass du dran geblieben bist und du hast ja auch direkt eigentlich schon einen Style für dich gefunden. Oder hat das gedauert? Nee, also ich habe so gezeichnet, wie es halt so für mich natürlich war. Und so sah es dann halt aus. Und klar bin ich dann halt auch besser, auch technisch besser geworden mit der Zeit. Genau, das ist jetzt hier das, was ich jetzt so mache, so wie jetzt so der Stand ist.
Und ja, nee, genau, das kam alles so natürlich und hat sich dann so ein bisschen entwickelt. Aber nicht so, dass ich das erstmal finden musste oder so. Das finde ich total spannend, weil ganz oft geht man ja durch einen Prozess auch, um einen Stil zu finden, der einen dann auch wieder ein bisschen, ja, ganz viel Geduld kostet, weil man kommt nicht so richtig voran und man weiß nicht genau und man ist auch nicht effizient dann irgendwann. Du bist ja auch inzwischen bei einer Agentur. War das immer das Ziel oder haben die dich gefunden? Es war dann jetzt irgendwann, ich habe mich bei ganz vielen, also ich habe mich so bei ganz vielen Agenturen beworben und habe dann halt so ein paar Antworten bekommen und eins von Kombinat weiß, wo ich jetzt eben bin. Und ja, ich wollte es einfach so ein bisschen professioneller dann angehen und dachte, okay, jetzt bewerbe ich mich überall. Also das ist ein guter Weg. Viele fragen sich ja, wie man dazu kommt überhaupt. Und ganz oft werden Leute ja auch gefunden. Und ich finde es auch schön, dass du sagst, du hast dich beworben, weil so funktioniert es ja für die meisten. Auf jeden Fall. Also man muss auf jeden Fall viele E-Mails immer schreiben, damit es alles was wird. Also außer man hat total viel Glück. Aber... Ja, aber ein bisschen Eigeninitiative schadet nie und dann hat man auch auf jeden Fall was auf der Liste, das man geplant hat. Also das ist dann keine Überraschung. Was hast du uns heute mitgebracht? Weil wir switchen ja heute so ein bisschen von Fresco zu Photoshop. Erzähl mal ein bisschen. Genau, ich habe jetzt in den letzten anderthalb Wochen mich in Fresco eingearbeitet, wobei eingearbeitet schon übertrieben ist, weil es super einfach ist, intuitiv ist, damit zu arbeiten. Und ich liebe intuitives Arbeiten. Und ich habe mir so ein kleines Projekt überlegt zum Thema Beauty und habe zwei GIFs gemacht. Das eine zeige ich jetzt schon mal, weil ich da jetzt nicht dran arbeiten werde. Das ist das. Sieht man das schon? Ja, man sieht jetzt. Genau. Das ist das und da habe ich mit den Brushes gearbeitet, mit den interaktiven Brushes, in die ich mich total verliebt habe, weil ich finde die so cool und dachte, okay, irgendwas kann man damit machen. Ich habe mich schon gefragt, ob das analog gezeichnet ist oder am iPad, weil das so haptisch aussieht. Richtig, ja, diese Brushes sind der Wahnsinn. Und eigentlich arbeite ich ja nicht so viel mit Brushes, aber ich fand die so gut, das musste jetzt irgendwie mit rein. ja, genau, das ist eins davon und das andere würde ich jetzt so im Programm zeichnen. Ja, super gerne, ich bin gespannt. Helmut im Chat sagt schon, der Föhn ist ja süß. Ja, also wir können uns dann später auf jeden Fall noch ein paar mehr deiner Projekte ansehen, weil die sind alle super süß und du wurdest ja auch mal bei The Creative Boom gefeatured mit deinem Projekt. Ja. Wie war der Name nochmal? Freunde und Tiere, Friends and Animals oder wie war das nochmal das Thema? Ja, also genau, also Menschen, die so einen kleinen Partner haben, so einen kleinen tierischen Partner, kann ich da nachher nochmal reingehen. Genau. Ja, super gerne, weil ich finde diesen Mann, der dann so die Schlange, die sich so um die Schulter schlängelt mit der Brille, die dann runterkommt, wahnsinnig gut. Also das ist eins meiner Favoriten. Ja, ich liebe irgendwie solche witzigen Pärchen und solche so ein bisschen exzentrischere Charakter, die irgendwie trotzdem süß sind. Ja, bei Creative Room habe ich übrigens auch einfach E-Mails geschickt, also man muss einfach E-Mails schicken. Ja, das ist es ja. Wie schon gesagt, Eigeninitiative ist the way to go, weil am Ende kommt von nichts und man braucht ein Portfolio und ein bisschen Mut und dann klappt das auch. Aber natürlich braucht man auch gute Projekte und coole Konzepte, damit das irgendwas wird. Der Chat ist übrigens total bei dir. Anna sagt, huhu. Monique meint, mega geiler Stil. Und David ist auch voll dabei. Also die freuen sich alle, dass du halt da bist und sind schon gespannt, was du uns jetzt zeigen wirst. Ah, das freut mich. Das freut mich. So. Was stimmt jetzt hier nicht? Jetzt geht's wieder. genau. Ich hatte... jetzt noch eine zweite Illustration oder Animation zu dem Thema Beauty gemacht und habe das jetzt hier schon so anskizziert. Und was ich jetzt machen möchte, ist das genauso auszumalen wie das andere GIF auch. Und der Witz ist eigentlich daran, dass ich es dreimal zeichne. Also ich zeichne dreimal die Outlines, ich zeichne dreimal aus. Und dann wackelt das halt so. Das nennt sich Boiling-Effekt und das ist so eigentlich das Einfachste,
Ich liebe diesen Effekt immer, weil es bewegt sich zwar nicht, aber irgendwie bewegt sich trotzdem was. Und das ist so eigentlich das Einfachste in der Animation, was man so machen kann. Und was ich machen möchte, ist, dass sie so zwinkert. Also wir wollen sie quasi so ein bisschen bewegt haben und wir wollen, dass sie uns so anzwinkert durch den Spiegel. Super cool. Genau. Das ist ja auch eine Variante von Animation für alle, die nicht direkt in After Effects einsteigen wollen, sondern eine Frame-by-Frame-Animation, also so drei kleine Bilder zu malen und die dann übereinander zu legen. Das funktioniert auch mit Photoshop und SCIF und ohne After Effects. Genau. Ja, After Effects ist ja so viel für Motion Design vor allen Dingen. Also klar, man kann ja auch Filme damit machen, aber so die meisten Filme werden ja schon so Bild an Bild gemacht. Also so mit, zum Beispiel mit Adobe Animate oder so kann man das ja auch viel machen. Hast du das schon ausprobiert? Ja, bei meinem Praktikum habe ich damit gearbeitet. Also ich arbeite eigentlich immer am iPad sonst für meine eigenen Projekte, aber ich war in so einem kleinen Animationsstudio beim Praktikum und die haben damit gearbeitet. Und du machst ja auch Filme, stimmt das? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, ich habe einen Film gemacht, einen kleinen Kurzfilm und ich will jetzt für meine Abschlussarbeit auch noch einen Kurzfilm machen. Ja, und ich finde das total toll, weil man das halt auch an Filmfestivals schicken kann und dann auf die Filmfestivals gehen kann. Wie findest du die Ideen dafür? Also kommt das aus dem Bauch oder gibt es da immer Lebensereignisse, die dich da irgendwie reinziehen in die Filme? Ja, das ist so ein Thema. Ich finde es am schwierigsten, Ideen dafür zu finden. Also viel schwieriger als alles andere in dem ganzen Prozess. Und ich muss mich dann wirklich auch richtig zusammenreißen und dann eine Woche lang nur daran denken. Und mir dann, ja, weil so bei dem einen Film, den ich jetzt gemacht habe, da habe ich mir so 10.000 Sachen aufgeschrieben, worum es gehen könnte. Und ja, dann ist es irgendwann bei Quallen gelandet, bei so Quallenfakten. Und das war dann ein ganz dankbares Thema, weil Quallen super witzig sind. Aber ist es dann auch ist das dann eine fiktive Geschichte oder ist das was, wo es tatsächlich um Daten zu Quallen geht? Also es ging tatsächlich um Daten zu Quallen, aber ich habe es dann übertrieben. Also ich habe es dann übertrieben dargestellt, also aus der menschlichen Perspektive. Kann man sich den Film denn irgendwo bei dir ansehen, auf der Webseite oder auf einem... Ja, genau. Der ist auf der Website. Okay. Also das vielleicht kann Tim ja... Vielleicht kannst du mir kurz den Link in den Chat posten zu deiner Webseite, dass sich das alle nochmal ansehen können. Und bis dahin schauen wir dir mal ein bisschen weiter beim Linienziehen zu. Das funktioniert ja wahnsinnig schnell bei dir. Ja, meine Hand ist gerade so ein bisschen zittriger als sonst. Aber das macht nichts, dann wackelt halt die Animation ein bisschen mehr. Ist auch nicht schlimm. Bist du denn sehr perfektionistisch bei deinen Zeichnungen oder wo setzt du den Endpunkt, wenn du fertig bist? Nee, ich bin nicht. Ich bin eigentlich nicht perfektionistisch, würde ich nicht sagen. Also eigentlich, wenn ich das vorgeskizziert habe, und das kann ein sehr chaotischer Prozess sein, dann ist es eigentlich so, wie es ist, und dann zeichne ich eigentlich immer nur noch die Outlines so rum. Und manchmal wird es mit den Farben ein bisschen schwierig, je nachdem, weil ich manchmal ein bisschen länger brauche, um mit den Farben zufrieden zu sein. Aber eigentlich, sobald die Skizzierphase beendet ist, war es das meistens schon für mich so mit dem Bild. Du hast ja vorhin schon von Skizzenbüchern gesprochen. Bist du bei denen geblieben oder machst du das jetzt auch digital? Alles übers iPad. Ich bin komplett aufs iPad umgestiegen, weil ich liebe das einfach, wie man sich das alles so zurechtziehen kann und größer ziehen kann und so rüber zeichnen kann. Das ist einfach so. Also ich liebe intuitives Arbeiten einfach total. Und das ist halt sehr intuitiv. Du hast auf jeden Fall recht. Man kann auch die Komposition im Nachhinein verändern, was man ja am Papier schlecht kann, außer man macht das ganze Ding wieder kaputt. Das fand ich immer ganz schön. Ja. Ja, vor allen Dingen am Papier waren meine Zeichnungen, okay, viel wackeliger. Okay, wie gesagt, das ist jetzt auch ein bisschen wackelig, weil ich ein bisschen aufgeregt bin, glaube ich. Aber ja, man braucht halt so ein bisschen so eine ruhige Hand, um diese Linien zu zeichnen. Aber ansonsten war auf dem Papier war mein Style auch einfach ganz anders.
weil ich hier einfach ein bisschen gerader auch zeichnen kann, normalerweise. Und du verwendest immer Pixel-Brushes oder verwendest du auch die Vector-Brushes, die es gibt? Ich habe jetzt noch nicht die Vector-Brushes hier genutzt, weil ich ja sonst gar nicht mit dem Programm gearbeitet habe und dann gab es halt nur die Pixel. Aber ja, ich denke, vielleicht versuche ich das auch mal. Wobei ich sagen muss, ich liebe das an Fresco, dass wenn man hier diese Brushes, obwohl es ja keine Vektoren sind, also dieser Pixel, obwohl es halt der Pixel-Brush ist, wenn ich das so rumziehe, dann verwischt es nicht so. Und das ist eigentlich nicht so oft so. Also es ist eigentlich schon was Besonderes hier an dem Programm, dass man das sich rumziehen kann und das quasi sich das Bild damit nicht versaut und nicht nochmal rüberzeichnen muss. Das stimmt auf jeden Fall. Wir haben auch eine spannende Frage im Chat, und zwar fragt dich Katrin, ob du schon mal Story-Sticker für Instagram gemacht hast. Ja, tatsächlich. Kann man, wenn ihr in das GIF-Panel bei Instagram Stories meinen Vornamen eingibt, dann seht ihr meine Animation, könnt ihr in den Stories verwenden. Das werde ich auf jeden Fall gleich dann später noch machen, weil ich liebe die GIFs bei Instagram. Hat das bei dir direkt funktioniert? Oder musstest du da ein bisschen warten? Weil Katrin meint, bei ihr gab es die Antwort, die GIFs wären nicht relevant genug. Und dann hat sie es leider nicht geschafft, die hochzuladen. Also man muss sich ja bei Giphy erstmal so einen Artist-Channel erstellen. Also sich dafür quasi so ein bisschen so bewerben oder so. Und dann, also ich glaube nicht alle wurden hochgeladen, aber fast alle. Ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht so drei oder so, vielleicht sind vielleicht nicht oben. Aber das wurde mir dann auch nicht angesagt, welche jetzt genommen wurden und welche nicht. Okay, also wie immer ein bisschen Geduld und dann klappt das irgendwann auch. Ja, genau. Ich hatte mich ganz, ganz am Anfang, wo ich meine ersten zwei GIFs, glaube ich, gemacht habe, habe ich mich schon für Giphy für einen Artist-Channel beworben. Und dann meinten die so, ja, mach vielleicht mal noch so 10 oder so und versuch's nochmal. Ich bin ja sehr motiviert. Ist ja auch schwierig, die richtigen rauszufiltern, weil am Ende hat man dann so einen wahnsinnig großen Pool an GIFs und kann gar nicht entscheiden, was man möchte. Ja, wobei, sobald ich dann die 10 GIFs hatte, habe ich mich auch nochmal beworben. Musste ich mich nicht so entscheiden. Weißt du denn immer schon vorab, was du mit deinen Illustrationen machen möchtest? Oder passiert da auch spontan eine Entwicklung? Also es ist, glaube ich, auch schon passiert, dass ich aus einer Illustration eine Animation gemacht habe oder umgekehrt. Aber ja, meistens habe ich schon so eine ungefähre Idee, was daraus dann wird. Also viel natürlich auch einfach für Instagram, so einfach so kleine Spaßprojekte. Ich finde ja generell, dass während der Corona-Zeit, wo man so zu Hause sein musste oder eigentlich immer noch, dass mir so kleine Projekte so total gut gefallen haben, weil ich konnte mich irgendwie nicht auf so größere Projekte einlassen, so vom Kopf her. Und das hat mir total gut getan, irgendwie so einen kleinen GIFs, also wie zum Beispiel das mit den Porträts und den Tieren, solche kleinen Sachen zu machen. Ich weiß nicht, ob es auch noch anderen so ging. Also mir ging es auf jeden Fall so und ich liebe ja so eine kleine Tagesroutine zu haben, wenn es ums Illustrieren geht, um so die Hand ein bisschen aufzuwecken und sich ein bisschen im Kopf fit zu machen. Hast du das auch? Ich habe echt nicht so viel Routine in meinem, also ich bin eigentlich ist bei mir jeder Tag so ein bisschen anders. Mein Leben ist ein bisschen chaotisch immer, aber das brauche ich auch so. Aber das ist auch gut, mit der Abwechslung kommt ja auch die ein oder andere Idee für eine gute Illustration. Ja, aber vielleicht irgendwann entwickle ich meine Routine. Also ich finde das auf jeden Fall gut, wenn Leute das können, sich so sagen, okay, ich stehe damit dann auf und dann mache ich das und das. Ich glaube, das hat auch was mit, wie du sagst, mit dem Chaos, mit dem man leben kann, zu tun. Ich mag es gerne, ein bisschen Ruhe reinzubringen in meinen Tag, weil es dann meistens rund geht. Und das so meine Minuten sind, das ist wie so eine kleine Meditation für mich. Da zeichne ich mir alles mal aus dem Kopf und dann kann der Tag starten. Aber klappt natürlich auch nicht jeden Tag. Ja, das ist voll gut. Dann weiß man auf jeden Fall immer, dass man schon mal so ein bisschen was geschafft hat und nicht irgendwie um nur eine Woche wieder nichts gemacht hat oder nicht wirklich weitergekommen ist mit seinen Sachen. Okay, jetzt haben wir hier die Outlines fertig. Kann ich das ausschalten? Und was ich jetzt normalerweise machen würde, wäre, mir Schatten schon mal vorzuzeichnen. Dann nehme ich mir so ein Dunkelblau und habe das so auf 20-30%. Würde mir jetzt hier so Schatten zeichnen.
irgendwie halt überall, wo ich denke. Also ich bin da auch nicht so genau. Also ich denke halt so, oh, hier könnte ein Schatten sein, hier könnte ein Schatten sein. Hier könnte ein Schatten sein. Und so weiter. Aber da ich jetzt auch schon ein bisschen was vorbereitet habe für die Animation, habe ich jetzt auch schon die Schatten vorbereitet. Die sind hier. Und sieht man? Ja. Und die nutze ich aber jetzt nur als Referenzschatten. Nämlich was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen es ausmalen. Und dafür habe ich mir so einen kleinen Workaround hier überlegt. Und zwar dupliziere ich jetzt die Ebene. Und zwar geht das hier Ebene duplizieren, schalte das erstmal aus. Und jetzt fülle ich mir alles, wo Haut ist. Also hier. Oh. Und man muss ein bisschen darauf achten, dass man hier den Rand so ein bisschen hochstellt. Wo man sonst so eine Lücke hat. Ja, alles, ne? Alles, wo Haut ist. Na, so. Und jetzt kann man sagen, Ebeneninhalte maskieren, Maske kopieren und jetzt kann man die wieder löschen. Neue Ebene, die wieder einschalten. Neue Ebene und sagen, Maske einfügen. Und jetzt haben wir hier diese Maske von der Haut. Und wenn wir jetzt den wunderschönen interaktiven Ölpinsel nehmen und den auf 50 setzen und hier die Farbe auswählen, dann kann ich jetzt hier so richtig so rüberzeichnen, ohne dass ich mich halt vermale. So kann ich jetzt hier so richtig frei diese Struktur reinbringen. Und das ist jetzt, da muss ich jetzt auch gar nicht so genau arbeiten. Ich kann jetzt hier einfach hier so fröhlich drumherum malen. Quasi. Ja, die Struktur ist ein Wahnsinn. Ich liebe das bei den Brushes. Es ist so gut. Es ist unglaublich gut. Und das Beste an den Videos hier ist, die bleiben für ewig im Internet. Das heißt, ihr könnt bei Behance hier euch doch mal ansehen, wie man die Masken am besten erstellt und wie schnell das geht. Und Katrin im Chat ist total verwundert, wie schnell das bei dir alles funktioniert und wie schnell du vorankommst. Und ich stimme dir da absolut zu. Das geht wirklich zapp, zapp, ab. Ja, das Ding ist halt, also Frame-by-Frame-Animation dauert nämlich richtig lange, wenn man sich mal überlegt, dass man das jetzt alles nochmal 10.000 Mal zeichnen muss. Und dann muss man sich so ein bisschen, muss man sich so ein bisschen so Tricks rausfinden, wie es dann halt ein bisschen schneller geht, weil sonst, ja, sitzt man wirklich Jahre dran eigentlich. Gerade wenn man halt will, dass sich alles bewegt. Ja, das ist immer, ich bin manchmal ein bisschen faul unterwegs und mache dann nur ein paar Striche neu. Und dann sieht das natürlich auch nett aus, aber es ist nicht perfekt. Jetzt habe ich hier vergessen, dass ich das ja auch ausmalen muss und muss mir das jetzt in der Maske nochmal reinzeichnen. So, damit ich jetzt hier auch ausmalen kann. Und genau, und ich lasse jetzt natürlich die Schatten aus erstmal. Weil ich die später dann nochmal reinzeichnen möchte. Wie findest du raus, welche Farben du verwenden möchtest? Ist das, was du nach Bauchgefühl entscheidest, oder ist das... Bei dem Projekt jetzt schon. Ich weiß auch nicht, ob ich so richtig hundertprozentig glücklich bin mit den Farben, die ich mir rausgewählt habe. Normalerweise gucke ich mir schon vorher, mache ich mir so eine kleine Palette, oder manchmal lasse ich mich auch ehrlich gesagt inspirieren von anderen Illustrationen und ändert die dann aber nochmal. Manchmal ist es auch so eine Glückssache. Manchmal finde ich einfach nicht die richtigen Farben für eine Illustration. Aber genau, das war jetzt einfach nur, da wollte ich ja eigentlich nur es ausprobieren, wie das hier geht im Fresco, und habe dann einfach drauf losgezeichnet und da waren die Farben da, wie sie jetzt sind. Also unterschiedlich. Ja. So, genau, jetzt kann ich mir das hier wieder ausschalten. Die Schatten. Und nehme jetzt eine dunklere Farbe. Jetzt ist es so schön, wie sich hier das so miteinander verbindet. Ich liebe das. So, genau. Also es ist natürlich wichtig, dass es auf einer Ebene ist, weil sich sie sonst nicht mischen. Ich finde, die mischen sich echt hier so perfekt rein.
Ja, ich finde auch immer schön, dass es wie, also natürlich nicht wie ein echter Pinsel ist, aber man muss da schon ein Feingefühl haben. Also das ist nicht was, nichts, das automatisch passiert, sondern man muss wirklich ganz, ganz sanft an die Striche rangehen. Ja? Ja, also ich habe immer das Gefühl, vor allem bei dem Brush, den du jetzt hier verwendet hast, dass das wahnsinnig schwierig ist für mich, die ganzen so ineinander übergehen zu lassen, also die Farben. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu radikal unterwegs und mache zu wilde Striche, aber Also ich glaube, es kommt auch an, was man zeichnen will, ne? Weil bei mir, also das ist ja jetzt hier wirklich einfach nur ausmalen, also gar nicht so, wenn man jetzt wirklich auch richtig Schatten machen will, so ein bisschen realistischer und so ein bisschen plastischer, dann kann ich mir vorstellen, dass es super schwierig ist. Also so wie halt so mit normalen Öl oder so mit normalen Ölfarben, was ja super viel Übung braucht. Aber das hier ist echt einfach nur drauf losskribbeln. Also es ist wirklich einfach, das kann halt, denke ich, eigentlich wirklich jeder. Ja, mit einem kleinen bisschen Übung klappt das natürlich bei jedem. Da hast du auf jeden Fall recht. Vielleicht muss ich auch ein bisschen mehr üben, das kann gut sein. Ich glaube, wahrscheinlich hast du einfach eine ganz andere Art zu zeichnen, wo es dann wirklich auch schwierig ist. Ich glaube, nur einfach so, wie ich das hier ausmale, ist es halt einfach total einfach. Also ohne, dass man so richtig viel Übung braucht. Aber vielleicht habe ich da auch bin ich da auch nicht weit genug von entfernt. Nee, also ich finde das gut. Du hast ja auch Übung darin und du machst es ja auch schon länger und du hast einen Stil beibehalten. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp für alle, die zuschauen. Man muss da auch dranbleiben und üben und einen Stil fortsetzen, um das hinzukriegen. Und dann sieht das auch irgendwann so smooth aus wie bei dir gerade eben. Ja, oder so, ja. Genau. Ja, also ich finde es auch einfach wirklich einfacher, wenn man so weiß, wie man was zeichnet, wenn man dann darüber nicht mehr so viel nachdenken muss. Sobald ich zum Beispiel wusste, wie ich eine Nase zeichnen will, musste ich nächstes Mal nicht mehr darüber nachdenken, wie zeichne ich jetzt die Nase. Also so, die mache ich halt immer hier so wie die Nase hier, wie man sieht man ja. Und ich fand die halt einmal witzig und dachte dann beim nächsten Mal, okay, mache ich die jetzt einfach nochmal so. Thomas fragt eine spannende Frage und zwar möchte er gerne wissen, wie hoch der Wasseranteil bei deinem Pinsel ist. Ich liebe die Frage, weil das natürlich alles digital ist und da kein echtes Wasser drin ist, aber ist natürlich eine berechtigte Frage. Ich habe die einfach so ausgewählt, wie sie hier ist. Ich weiß nicht, wo steht das? Hier, ist es das? Das ist das Schlussding? Genau, oder darunter bei dem kleinen Swirl kannst du auch nochmal Farbe mischen. Siehst du, das habe ich ja noch gar nicht richtig angeguckt. Ja. Vielleicht probiere ich da auch ein bisschen zu viel herum, weil du kannst nämlich einstellen, wie stark die Farbe ineinander fließen soll. Ja. Und ja, vielleicht mache ich da mal ein bisschen zu viel. Ich habe einen Fehler, glaube ich, gemacht. Ich muss das nochmal machen. Ach so. Nee, sorry. Jetzt bist du im Maskenchaos. Ja, jetzt bin ich im Maskenchaos. Okay, nochmal. Ebeneninhalte maskieren. So, jetzt hier. Maske kopieren. So, jetzt haben wir es. Sorry. Kurz verwirrt. Eben wieder löschen. Und Maske einfügen. Ja, jetzt. Genau. Da ist sie. Ja, manchmal braucht es auch ein paar Schritte mehr und dann klappt das auch gut. Ja, man kann ja echt ein bisschen so schnell durcheinander kommen. Gerade wenn man jetzt nicht so geübt mit den Masken und so ist. Aber also eigentlich geht es schon einfach. Man muss nur manchmal gucken, hat man jetzt wirklich das gedrückt, kopieren gedrückt, nicht kopieren gedrückt. Ach so, und was natürlich auch noch wichtig ist zu erwähnen, dass Fresco natürlich kein Animationsprogramm eigentlich ist. Ne? Das heißt, ich mache jetzt hier zwar eine Animation drin, aber ich mache halt eine ganz, ganz, ganz einfache. Also das ist ja wirklich eigentlich nur wirklich zwinkern und dreimal zeichnen. Und das Ding ist halt, also ich mache das jetzt hier drin, weil man natürlich trotzdem noch mehr Steuerung hat, als wenn man jetzt einfach mit Papier und Lichttisch arbeiten würde, weil das ist ja auch nichts anderes. Das ist ja sogar hier noch einfacher. Das heißt, man kann eigentlich mit allem
Animation machen, auch wenn es nicht unbedingt dafür ausgelegt ist. Ist vielleicht auch so ein bisschen als Inspiration. Man kann jetzt natürlich auch sagen, ich nehme mir jetzt drei Blatt Papier und mal dreimal das Gleiche drauf, scannt es ein, packt es übereinander in Photoshop und hat man auch schon eine Animation quasi. Also man braucht nicht mal ein iPad dafür. Wobei es das natürlich um einiges einfach macht. Hast du auch schon mal in Photoshop illustriert? Also gerade als ich noch nicht das iPad hatte, da habe ich mir das dann vorgezeichnet am Skizzenbuch, habe es eingescannt und dann in Photoshop gezeichnet, ja. Oder in Illustrator. Geht natürlich alles. Ich habe sogar mal in Illustrator animiert, als ich noch kein iPad hatte. Aber das ist nicht so das Beste, was man machen kann. Also habe ich mir das mit einem Lichttisch animiert, eingescannt und dann in Illustrator nachgezeichnet, aber das ist ein bisschen wahnsinnig. Ja, das hört sich nach auf jeden Fall wahnsinnig viel Arbeit an. Wobei ich gesehen habe hier bei dem einen Screen, dass Schnee, glaube ich, heißt der, dass sie das, als sie auch mal eine Animation mit Illustrator gemacht hat. Ja, ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf den Stil an. Wir hatten schon ein paar Animationskünstlerinnen hier, die mit Illustrator arbeiten. Und vor allem, wenn man die Frames nebeneinander stellen kann, ist das natürlich sehr hilfreich. Ja, das bewundere ich. Also ich fand es super schwierig. Also super aufwendig einfach. Aber klar, man kann sich das natürlich auf die Zeichenfläche kopieren und dann nur ein bisschen ändern. Das macht schon eigentlich Sinn. Ja. Und zum Beispiel Eugenie illustriert ja hauptsächlich in Illustrator, also die ist da ja auch geübt. Ja, wobei, als ich noch Design gemacht habe, habe ich auch viel in Illustrator gemacht, also sehr viel. Ich liebe es ja auch, dass man von Fresco direkt in Photoshop exportieren kann, beziehungsweise direkt über die Cloud öffnen. Das ermöglicht mir immer wahnsinnig viel oder erspart mir wahnsinnig viel Zeit, also das geht dann so... mit einem Augenblinzler kann man das öffnen. Und ich bin so ein bisschen chaotisch unterwegs mit dem Falschspeichern und das ist natürlich für mich die wahnsinnige Arbeitserleichterung, weil alles in der Cloud ist. Ja, das ist echt toll, wie die Programme mittlerweile miteinander arbeiten, ist super. Wie viel von dir selbst ziehst du denn in deinen Characters? Ich glaube, eine Menge. Also ich glaube, oder so generell so menschliche Eigenarten irgendwie, die ich so witzig finde, die aber nie so richtig zum Ausdruck gebracht werden. Also irgendwie so eher so ein Gefühl von Charakter, von menschlichen Charaktereigenschaften. Eigentlich sind es immer nicht wirklich Menschen, sondern eher so Gefühle, die da so drin sind, so witzige, so awkward Momente. Ja, da hast du auf jeden Fall, also du beweist auf jeden Fall Humor mit deinen Illustrationen. Für alle, die jetzt gerade zuschauen und gerade reinkommen, schaut euch gerne mal entweder die Webseite oder die Instagram-Seite von Shenya an, weil das ist wahnsinnig cool und wahnsinnig gut illustriert und super, ich finde es lustig. Danke. Sehr humorvoll. Und wir haben ja am Anfang schon kurz drüber gesprochen, du hast dein Portfolio mit Adobe Portfolio erstellt. Ja, es ist total, kann ich nur jedem empfehlen, der versucht, entweder halt unnötigerweise Geld dafür auszugeben oder so wie ich am Anfang irgendwelche HTML-Codes zu schreiben, wo das nicht wirklich kann. Und sich dann immer wieder neu reinfummeln muss, vor allen Dingen in den Code, immer wenn ein neues Projekt hoch soll. Also das ist jetzt so viel einfacher damit. Auf jeden Fall, man kann sich super coole Templates aussuchen und die Projekte hochladen. Das geht eigentlich mit einem Fingerschnipp für alle, die gerade dabei sind, sich Portfolios zu basteln. Schaut euch das auf jeden Fall mal an und das kommt ja auch mit der Creative Cloud. Das heißt, man kann sich da ein bisschen ausprobieren, ohne Geld investieren zu müssen. Ja, ich habe mir bei Künstlern, die ich gut fand und von denen ich durch einen Podcast wusste, dass sie
Adobe Portfolio nutzen für ihre Website, habe ich mir so ein bisschen abgeguckt, weil das sah super professionell aus von denen. Und dann dachte ich, okay, wenn die jetzt hier so eine professionelle Website damit machen, dann kann ich das auf jeden Fall auch. Und habe mir dann so ein bisschen geguckt, ach, was haben die so für ein Thema genommen. nochmal so als Tipp, wobei man bei den meisten natürlich nicht weiß, mit welcher Plattform sie gearbeitet haben. Vielleicht war es ein bisschen Glück. Also was ich jetzt gerade übrigens mache, das war mir jetzt hier zu kleinteilig, hier auf die Schatten zu achten. Deswegen habe ich das jetzt einfach so ausgemalt und werde mir jetzt mit dem Radierer die Schatten wieder rausholen. Weil man kann ja nicht wirklich die Schatten rübermalen, weil sich das ja dann zu sehr vermischt schon direkt, wenn es Sinn macht. Das macht total Sinn. Außer man macht eine neue Ebene, dann vermischt sich nichts mehr. Das ist immer meine Lösung dann irgendwann, wenn ich zu viel Farbe aufgetragen habe, dann klappt das. Aber dann vermischt sich ja gar nichts mehr. Ich will ja, dass sich die Ecken so mischen. Ja, wie du siehst, da hast du auf jeden Fall recht. Aber das dauert das natürlich so ein bisschen. Wie sieht die Zeit aus? Ne? Also wir haben jetzt es ist 11.36 Uhr, also du hast noch ein bisschen Zeit. Wir sind ja immer eine Stunde live, können ein bisschen überziehen. Und ich würde mir auf jeden Fall wahnsinnig gerne noch ansehen, wie du das Ganze in Photoshop animierst. Aber du hast ja schon ein bisschen was vorbereitet. Wir sind ja so wie eine kleine Kochshow, wo es dann so eine Überblendung gibt. Und sagen, wir haben da schon was vorbereitet. Also Photoshop klappt auf jeden Fall noch. Ja, also genau, ich mache das jetzt nicht noch zweimal. Ich habe das schon zweimal vorbereitet. Also eigentlich müsste ich jetzt das Ganze, was ich jetzt gerade mache, nochmal zweimal genauso machen. Aber das habe ich jetzt schon gemacht. Ebenen schalte ich gerade gleich ein. Hast du einen bestimmten Prozess, den du immer verfolgst? Oder machst du auch so, wie du am Anfang gemeint hast, wie es dir gerade passt? Der Prozess ist eigentlich, dass ich mir... Moment. Also eigentlich... Ich weiß gerade nicht. Also eigentlich skizziere ich halt mir halt sowas, so halt erstmal die erste Zeichnung vor. Und dann je nachdem. Also entweder ich mache mehrere Skizzen noch, wie sich auch von der Bewegung. Oder ich mache hier gleich die Outlines und mache das dann gleich in den Outlines, dass ich mir die Sachen so ein bisschen verschiebe. Aber meistens gehe ich dann nochmal, wie es auch echte Animatoren machen, dann nochmal rüber, also das Clean. Also mit echten Animatoren meine ich jetzt Leute, die im Studio filmen und Film arbeiten. Ich mache ja also so GIFs und so kleine Filme. Ich finde ja so GIFs wahnsinnig schön, auch um Stories zu erzählen. Also wenn man eine Editorial-Geschichte hat und dann ein kleines GIF dazu. In der digitalen Welt liebe ich das ja, um das Ganze noch ein bisschen aufzupeppen und die Story noch besser rüberzubringen. Ja, total. Absolut, finde ich auch. Es ist einfach so eine schöne Art und Weise, so ja, also auch so Geschichten zu erzählen, ohne, weiß ich nicht, Wochen damit zu verbringen. Hast du dir mal überlegt, ganz in die Animationsrichtung zu gehen? Also, ja, das hatte ich mir überlegt. Und dann habe ich, halt mein Praktikum auch gemacht in einem Animationsstudio. Aber dann habe ich gemerkt, so, ich will eigentlich lieber so meine eigenen Zeichnungen animieren. Das finde ich irgendwie schöner. So. Nicht so die Zeichnung. Also klar, es hat mir auch Spaß gemacht und so. Aber dann weiß ich nicht, ob ich das dann so toll fand, den ganzen Tag einfach nur so in-betweens zu machen und mir zu überlegen, wie die Animation aussehen soll und wie sich das bewegen soll. Das finde ich auch spannend. Aber ich mag eigentlich alles an dem Prozess. Ich mag an dem Prozess das Illustrieren, das Ideen ausdenken. Ich mag, ich mag das total, das dann auszumalen. Ich mag das total, das zu cleanen. Also ich finde jeder Prozess, also jeder einzelne Schritt, ich kann nicht ohne irgendeinen auch davon auskommen. Ich würde auch nicht gerne zum Beispiel einfach nur mir was überlegen und eine Skizze machen und dann andere Leute das machen lassen. Ich liebe das einfach alles. Das hat da an dem ganzen Prozess selbst dran beteiligt zu sein. Und das ist ja in einem Animationsstudio einfach nicht möglich. Oder wenn man an größeren Produktionen arbeitet, dann ist es ja da immer ein ganzes Team dahinter, wo Leute verschiedene Aufgaben übernehmen. Auf jeden Fall, sonst wird man ja auch gar nie fertig. Aber ich finde es schön, dass du gerne bei jedem Schritt dabei sein möchtest und dass du auch deinen eigenen Stil zeigen möchtest.
Ja, mal gucken, ob das dann klappt. Ich bin ja quasi noch Studentin. Naja, ich finde, da hast du schon mal einen richtig guten Schritt gemacht. Und wenn man dein Portfolio anschaut, es sind wahnsinnig schöne Arbeiten dabei. Und ist auf jeden Fall der richtige Weg. Hm, danke. Ach so, und noch eine Sache zu dem Animieren hier im Fresco. Was man natürlich auch machen kann, man kann natürlich auch im Photoshop oder im Animate oder in irgendeinem anderen Animationsprogramm das voranimieren und sich dann die einzelnen Bilder reinladen und sie dann ausmalen. Weil, wie gesagt, also hier drin zu animieren und so zu überlegen, wie was sich was bewegen soll, ist, wenn man jetzt nicht nur ein Zwinkern ins Auge macht, halt schwieriger, sag ich mal. Aber dann hat man halt diesen Effekt, diesen so natürlich wirkenden. Ja, es erinnert auch sehr an diese, wie heißen denn diese kleinen Storybooks, die man dann so weiter blättert. Weißt du, was ich meine? Diese ganz ursprünglichen, diese... Daumenkino, ja, genau. Wenn ich zurückzuck müsste, wäre ich der schlimmste Kandidat. Aber ja, Daumenkino ist genau das, wonach ich gesucht habe. Ja, genau. So ein bisschen, ja, so sehr... irgendwie so sehr experimentell und einfach... Weiß nicht. Ich irgendwie hoffe ich, dass irgendjemand, der hier zuguckt, das auch macht. So, dass irgendwie... auch Lust hat, da so drei Sachen zu zeichnen und das übereinander zu lagern. Das würde mich voll freuen. Ja, ein guter Tipp an den Chat. Also falls ihr das schon mal gemacht habt, sagt mal Bescheid und zeigt auch mal ein bisschen, was ihr so gemacht habt bei Discord. Da quatschen wir ja und sind dabei und gibt es auch immer Portfolio-Reviews oder ein paar kleine Challenges. Schaut auf jeden Fall vorbei. Den Link findet ihr direkt unter dem Video. Also Discord und adobelive.de. Und Tim im Chat fragt gerade, was, es gibt einen Discord? Ja, den gibt es noch immer. Und es ist eine, wie soll ich es denn sagen, eine Chat-Plattform, wo man natürlich auch direkt Werke schicken kann, Links schicken kann, persönlich quatschen kann oder mit der Community quatschen kann. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Monique sagt zum Beispiel, sie wird es gleich heute Abend ausprobieren. Ja, mach das. Es macht auf jeden Fall Sinn. Und wir hatten ja schon ein paar spannende Challenges. Ich weiß nicht, ob du Studio Bob gesehen hast, da gab es wunderbare Bob-Fische, die illustriert und animiert wurden. Wir hatten letzte Woche Pattern Design mit Tanja. Also Discord ist auf jeden Fall der richtige Ort, um sich inspirieren zu lassen, nachdem die Livestreams hier auf Deutsch vorbei sind. Es gibt natürlich auch noch die englischen und französischen Livestreams. Und natürlich wird auf Behance rund um die Uhr gestreamt. Alle, die auch Englisch sprechen, kommen dann noch aus Amerika. Ein paar coole Artists, die in den verschiedenen Bereichen coole Dinge zeigen und ja, mehr oder weniger rund um die Uhr live sind. Schaust du dir dann hin und wieder Livestreams an oder von Podcasts, hast du ja gerade erwähnt, von Künstlern, die dich inspirieren? Ich glaube, wir haben Stan ja kurz verloren. Siehst du, das passiert, wenn ich zu viel quatsche, dann hauen unsere Gäste ab. Wir warten noch einen Moment. Wir schauen mal kurz das Live-Video an, das wir haben und hoffen, dass Shenya bis dahin zurück ist. Da sind wir wieder nach einem kurzen Teaser-Video für die Livestreams hier. Wir haben Shenya leider noch nicht zurück, aber vielleicht schauen wir mal an, was den Rest der... Siehst du, jetzt verhedder ich mich auch noch, was im Rest der Woche auf uns zukommt. Und zwar sehen wir uns morgen wieder und auch am Mittwoch mit den super coolen Brushes von Keith Haring. Falls ihr euch das schon mal angeschaut habt, ist eine wahnsinnig gute Kampagne, die gerade läuft.
Und es gibt richtig gute Brushes. Ladet euch die runter oder schaut mal bei dem Instagram-Account von Adobe vorbei. Da könnt ihr euch die holen. Mittwoch haben wir dann Grafikdesign und Typografie. Donnerstag Creative Expression mit Marc Böttler. Und Freitag kommt nochmal Lukas Grassmeier vorbei. Da freue ich mich drauf, weil da bin ich wieder da. Das war jetzt ein kurzer Review von der Woche. Wie schon gesagt, schaut euch auf jeden Fall mal die Brushes an und probiert mal aus, was ihr damit machen könnt. Ich glaube, wir haben Shenya tatsächlich leider erst mal verloren. Ja, ich bin wieder da. Ja, hi. Hallo, wir hören dich. Das ist ja schon mal schön. Okay, ja, irgendwie ist mein Internet hier. Ich glaube, es liegt am Computer. Es liegt nicht am Internet, es liegt tatsächlich am Computer anscheinend. Hat mich kurz rausgeworfen. Sorry. Alles gut. Wir sind kurz das Programm der Woche durchgegangen. Ich habe mich auch ein bisschen verheddert, aber alles gut. Wir sind wieder da. Du bist wieder zu sehen. Und ich sehe auch gerade, dass Tim mir einen wahnsinnig guten Spitznamen, nämlich Radlmeisterin, gegeben hat. Das liegt an meinem wunderbaren Urlaub letzte Woche, wo ich zum Radeln im Bayerischen Wald war. Aber jetzt bin ich wieder da und die Woche öfter als sonst, was natürlich wunderbar ist für die Community. Wenn ihr am Ende der Woche dann zu viel von mir habt, schreibt mir auf Discord, dann gibt's Erklärung dafür. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, bei dir funktioniert wieder alles und wir können noch mal zu deiner Freskoarbeit schauen. Ja, ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal, aber vielleicht, jetzt ist ein bisschen Zeit verloren gegangen, nicht viel, aber ein bisschen, vielleicht mache ich es jetzt auch gar nicht zu Ende. Vielleicht zeige ich nur ganz kurz, wie ich es animieren würde und gehe dann gleich in Photoshop, weil du meintest ja, du würdest es so gerne sehen, wie man das dann, ich muss nochmal freigeben, ja, hier. Genau, wir switchen jetzt nochmal zu deinem Rechner. Ja, ich habe gerade das Programm für die Woche angegeben und die Leute freuen sich schon auf Freitag. Freut euch auch auf den Rest der Woche. Da ist nämlich wahnsinnig viel los und schaut auf jeden Fall vorbei. Wie immer von 11 bis um 12 mit einer motivativen, inspirativen Stunde. Ist wieder ein total wechselhaftes Programm. Illustration, Grafikdesign, InDesign. Also alles ist mit dabei, was man sich so wünschen kann. Klappt das bei dir denn mit der Bildschirmübertragung? Ja, das sind wir schon wieder. Da sind wir schon wieder. Genau. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich schalte die jetzt mal aus. Ich habe mir nämlich auch schon dreimal die gleiche Zeichnung vorbereitet. Genau. Also es ist dreimal die gleiche Zeichnung, ja. Wenn man sieht, wenn ich mir hier die eine ausschalte, dann sieht man, wie es schon wieder so ein bisschen wackelt. Und genau, eigentlich, ich zeige nur so ganz kurz, wie ich mir das jetzt überlegt habe, dass sie so zwinkert. Und dafür muss ich jetzt Ebenengruppe duplizieren. Und noch einmal die andere Ebenengruppe duplizieren. So, dann schalte ich die wieder aus. Und ich würde jetzt hier reingehen. Einfach sagen, ich lösche mir hier das Auge aus. Und welcher Pinsel? Dann nehme ich jetzt natürlich den. Achso, nee, genau, richtig. Und mache ihr hier jetzt einfach so ein Auge. Und was ich eigentlich auch noch machen wollte, ist, dass sie auch so ein bisschen auf ihren Mund so nach oben macht. Und ja, wie man schon sieht, das verschmiert hier gar nicht. Ich finde das so toll. Ja, das funktioniert in Fresco auf jeden Fall gut. Und wie ich schon anfangs erwähnt habe, diese Komposition, die man im Nachhinein verändern kann, das ist was, das ich absolut liebe. Ich habe dich ja vorhin schon gefragt, ob du mal ganz zur Animation übergehen wolltest. Und Katrin meinte daraufhin, ihr Traum war es, immer bei Disney zu arbeiten. Gab es bei dir denn auch so ein Studio, wo du unbedingt mal hin wolltest? Nee, tatsächlich nicht. Und ich bin auch nicht wegen Disney zur Animation gekommen, wie die meisten. Hatte ich eigentlich nie so wirklich. Also die Inspiration kam wirklich immer eher so von einzelnen Künstlern und weniger von den Studios an sich. Ich glaube tatsächlich auch, dass ich wahrscheinlich für ein Studio nicht
nicht gut genug zeichnen kann, also für so ein richtig gutes, also nicht so, wie ich halt vorhin meinte, mit der Technik und so. Ich glaube, da bräuchte man mehr so, ja, dieses Wissen. Ja, und man müsste, das meint Christine gerade im Chat, was auf jeden Fall stimmt, man arbeitet nur an einer Szene und man müsste ja auch den Stil von dem Studio übernehmen und wie du schon gesagt hast, das ist gar nicht dein Ding. Richtig, genau. Was vielleicht cool wäre, wäre so ein kleines Motion Design als Studio, wo auch so verschiedene Stile sind und so eher so kleinere Projekte, das könnte ich mir eigentlich noch so ganz gut vorstellen. Okay. Jetzt kann man hier schon ein bisschen sehen. Jetzt zwinkert sie schon so ein bisschen. Ich würde jetzt noch einen Zwischenschritt eigentlich machen. Aber ja, nee, ist jetzt egal. Also eigentlich hatte ich jetzt ihr noch hier so ein halbes Auge gemacht, ja. Also eigentlich hätte ich hier noch gesagt, geben wir ihr hier noch so ein Auge, so wo man das dann hier noch so aus, sodass sie einmal so guckt. Aber ich würde sagen, wir gehen schon mal jetzt gleich ins Photoshop rein, oder? Und ich habe es auch schon animiert. Ich kann auch zeigen, wie es eigentlich aussehen sollte. Also wir haben jetzt noch 10, 15 Minuten, also ist gar kein Stress, das kriegst du auf jeden Fall noch hin. Also falls du noch was verbessern möchtest, haben wir noch Zeit dafür. Würdest du jetzt einzelne Szenen als exportieren? Oder ich glaube, du das als Photoshop exportieren, damit man das gleich so in den Ebenen hat auch. Was ja auch gut funktioniert, wenn man so ein bisschen schnell machen muss für Social Networks, ist, sich PNGs zu exportieren und das bei Rush reinzuladen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast. Ja, das ist so eine, ist eigentlich eine Video-App und man kann sich da so kleine Szenen reinladen und kann dann direkt am Telefon oder iPad animieren, was ganz schnell geht. Ist natürlich nicht perfekt und die Übergänge sind so ein bisschen natürlich nicht so schön wie in Photoshop, aber funktioniert ganz gut eigentlich. Wenn es schnell gehen muss. Ach super. Also ich muss jetzt hier erstmal noch kurz was löschen. Aber das macht nichts. Wirst du dann auch bei, ich gehe jetzt ein bisschen in der Zeit voran, wir sind ja erst bei Mitte September, aber machst du dann auch bei so kleinen Challenges wie Inktober mit? Nee, das habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, genau, ich glaube, da fehlt mir wieder dieses, Disziplin, so einen Rhythmus zu haben, dass ich jeden Tag was mache. Ja, ist auch wahnsinnig schwierig, da dran zu bleiben. Ich versuche das immer wieder bei, beim Lettering, bei den 36 Days of Type und dann komme ich bis zum B, C oder irgendwie so 5 Tage und dann steige ich aus. Und dann steige ich immer bei den. Schon mal ein paar Buchstaben gemacht. Ja, aber ich steige dann auch immer wieder bei den Buchstaben ein, die ich gerne mag und die ich dann besonders lustig finde, aber ey, ganz durchgezogen habe ich es noch nie. Wie ist es denn im Chat? Zieht ihr sowas durch? Macht ihr bei Inktober zum Beispiel mit? Sagt mal kurz Bescheid. Christine ist wie täglich, ja, Christina ist dabei, Inktober ist wie täglich zur Arbeit gehen. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Und Katrin fragt mich, ich, ja, für ein paar Tage vielleicht. Ich lasse mich jetzt hier nicht festnageln, aber ja, ich würde natürlich wahnsinnig gern bei Inktober mitmachen. Ein bisschen Zeit ist bis dahin ja noch, ja, eigentlich sollte das klappen. Also, ich bin ja die Woche öfter da und da kann man kleine Updates geben oder eben über Discord quatschen, ob es bei Inktober klappt. Ruth sagt, sie muss sich zurückhalten. Es gibt wahnsinnig viele gute Challenges zurzeit. Ja, es gibt wahnsinnig viele. Und dann gibt es auch noch die super coolen Challenges hier bei den Livestreams. Also ja, man könnte auch die ganze Zeit mit Challenges verbringen, was mir wahnsinnig gut gefallen würde. Ja, Challenges sind auf jeden Fall super. Um auch so reinzukommen und so ein bisschen sich zu motivieren und so ein paar Ideen zu haben, finde ich. Weil manchmal ist es ja schwer, auch so auf Ideen zu kommen, was man jetzt. Es gibt ja so unendlich viele Möglichkeiten, woran man arbeiten kann irgendwie. Ich sehe übrigens gerade, dass mir das automatisch Fresco abgespeichert hat ins Photoshop, ohne dass ich speichern musste.
Genau, das ist die Cloud. Das ist natürlich super, weil der wollte mir das gerade nicht speichern. Ja, weil ich habe ja nur dieses einfache iPad und da ist der Speicherplatz ein bisschen begrenzt. Aber es hat, glaube ich, auch so geklappt. Mal gucken. Genau. Das Coole ist, man hat wenig Probleme mit Speicherplatz, weil es ja in der Cloud ist. Und da kannst du ganz schön viel hinsparen, bis die mal voll wird. Und ich liebe das, dass man es direkt in Photoshop öffnen kann. Ja, also anscheinend muss man sich das gar nicht exportieren. Verrückt. Muss man nicht. Also man kann natürlich, aber man muss nicht. Ja, das kommt mir gerade sehr gelegen. Es dauert nur gerade ein bisschen, bis es öffnet. Also Katrin meint gerade, sie sucht immer bei verschiedenen Challenges dabei zu sein und das macht sie fertig. Ja, ich fand ja auch jetzt die Lockdown-Monate total spannend, weil man sich wahnsinnig viel Zeit auch mit sich selber hatte und auch mit kreativen Themen. Und ich fand es wunderbar zu sehen, dass auch Leute, die eigentlich nicht im Design tätig sind, wunderbare Arbeiten machen. Also da merkt man, dass so an jedem ein bisschen Künstler verloren gegangen ist und das finde ich wiederum sehr inspirierend. Ich glaube, wir sind gerade dabei, den Bildschirm für Photoshop freizugeben. Wir switchen jetzt zu Fresco, um da noch ein bisschen zu animieren. Und ich sehe gerade, wir haben Jen ja schon wieder verloren, um Gottes Willen. Aber ich bin mir sicher, sie kommt gleich wieder. Und ja, das Thema Challenges, ich kann stundenlang drüber sprechen. Katrin, du musst leider schon los. Ich freue mich auch, dass du da warst. Das ist ein wunderbarer Start in die Woche. Ich liebe es ja, am Montag hier mit euch zu sein. Das ist für mich immer die Motivation für die ganze Woche und das finde ich wunderbar. Und ich finde auch euren Input wahnsinnig schön und ich liebe es, mit den Artists hier zu quatschen. Also schon mal eine schöne Woche an dich, Katrin, und schön, dass ihr da seid an alle anderen. Tim meinte gerade vorhin, ich sollte meine Illustration dann zu täglich zeigen. Ich weiß nicht, ob das klappt, Tim. Wir können ja nach dem Stream noch kurz quatschen, aber vielleicht können wir wieder eine Challenge starten oder eine kleine Game Show. Das fand ich ja wahnsinnig spannend. So, hat das jetzt geklappt? Ich sehe dich und höre, also ich sehe Photoshop und höre dich, ja. Okay, perfekt. Super. Genau, dann fange ich mal an zu erklären, was ich jetzt machen würde, theoretischerweise. Was ich jetzt mache ist, wir brauchen die ganzen Ebenengruppen. Und die müssen wir uns auf eine Ebene zusammenfügen. Ich glaube, da gibt es auch einen Shortcut für. Aber den weiß ich gerade nicht mehr. Weil das Animationsprogramm im Photoshop arbeitet eben mit diesen Ebenen. Ich glaube, das kann ich mir, glaube ich, löschen. Wir räumen gerade ein bisschen auf. Ich glaube, Katrin war das vorhin, die schon gemeint hatte, es wäre wunderbar, Ebenen in Fresco benennen zu können. Ich glaube, in Photoshop am iPad kann man das schon. Und es gibt einen super coolen Tipp von Helmut, der meint Command-E und dann werden alle Ebenen zusammengefügt. Ah, Command-E war das. Okay, gut, aber jetzt haben wir hier schon mal die ganzen Ebenen, also die ganzen Zeichnungen als eine Ebene. Und was wir jetzt einfach nur machen müssen, sagt Frame-Animation erstellen. Genau, einfach hier raufklicken und dann sagen Frames aus Ebenen erstellen. Dann lösche ich mir die Hintergrundebene raus, klicke alle an, will halt diesen weißen Hintergrund haben. Mach mir das mal so auf 0,2 Sekunden. Und wenn ich das jetzt abspiele, sieht man schon, wie sich das bewegt. Und jetzt kann ich halt auch sagen, okay, ich kann mir jetzt hier die auch nochmal so kopieren mit Command
Nee, mit Alt. Sodass ich ein bisschen mehr. So, dass sich das ein bisschen mehr loopt. Also ist das so ganz einfach. Normalerweise würde ich jetzt, hätte ich ja mehr Zeichnungen und würde mir eigentlich jetzt noch mehr ein bisschen so rumschieben. Aber genau, das ist eigentlich so der Prozess, dass man sich die Gruppen als eine Ebene immer zusammenfügt und dann halt eine Frame-Animation draus macht. Und ich mache mir noch den. So. Ich mache das mal so ein bisschen zusammen. Ups. Jetzt kann ich das nicht. Doch. Okay, und jetzt, wie ich es exportiere, ist einfach sagen, exportieren. Für Web speichern. Dann macht er das hoffentlich gleich. Änderst du denn auch manchmal die Timings oder ist es wirklich Frame by Frame und da bleibt alles, wie es ist? Ja, ich habe es ja jetzt gerade auf 0,2, einfach weil ich gemerkt habe, dass es gepasst hat. Aber ich arbeite ja meistens auch eher in wirklich Animationsprogrammen. Und das ist halt eigentlich immer nur wirklich so für, um das als GIF zu exportieren. Und da ist dann, ja, also meistens so 0,1, 0,2 schon ganz gut. Falls das die Frage war? Mhm, ja, alles gut. Genau, also alles, was ich jetzt mache, ist es noch ein bisschen kleiner zu machen, weil GIFs müssen jetzt nicht unbedingt so groß sein, weil sonst wären das so riesige Dateien. Und dann muss man nur noch auf Speichern drücken. Und dann hat man gleich das GIF. So. Ja, mein Computer ist schon ein bisschen alt, wie man sieht. Wenn extra nochmal neu aufgesetzt hat, anscheinend nichts gebracht. Alles gut, das ist die Entschleunigung, die wir manchmal brauchen. Falls du das hast, würde es mich freuen, wenn du später deine Animation bei Discord hochladen könntest. Thomas hat gerade während dem Stream mitgedudelt und schon was hochgeladen. Also da bin ich gespannt, da schaue ich dann gleich hin. Oh, das freut mich, das ist super. Ja, ich würde... Mal gucken, ob ich das jetzt hier schon ab. Ja. Also okay, glaubt mir einfach, dass daraus jetzt ein GIF wird. Ich kann das. Ich wollte nämlich eigentlich das, was ich eigentlich vorbereitet habe, nochmal zeigen, wie es eigentlich aussehen sollte. Genau. Also eigentlich sollte es so aussehen. Sieht man das ja, ne? Also dass sie uns so zuzwinkert. Also Gabi meint, die Animation sieht richtig super aus. Und natürlich haben wir nichts anderes erwartet. Ist wirklich super cool geworden und es war auch schön, deinen Prozess zu sehen. Du hast uns ja heute drei verschiedene, also von dem gleichen Artwork, aber drei Versionen gezeichnet. Wie viele Frames machst du normalerweise? Also normalerweise arbeite ich nochmal so im Animationsprogramm auf verschiedenen Ebenen, sodass ich sage, okay, der Körper, den mache ich jetzt wirklich nur dreimal zum Beispiel. Und dann jetzt das Gesicht, das mache ich auf eine andere Ebene und da bewegt sich was. Und dann sind es, ja, dann kann es halt auch schon mal so 10, 20 Bilder werden oder halt noch viel mehr. Also es geht halt ins Unendliche irgendwie. Aber dass man nicht jedes Bild immer so ganz, ganz, ganz oft zeichnen muss, sondern dass man diesen Loop halt drin hat, diesen Boiling Loop immer von verschiedenen Aspekten des Bildes. Aber wie gesagt, es dauert, also Frame-by-Frame-Animation dauert lang, sehr, sehr lange. Als ich meinen Film gemacht habe, hatte ich wirklich so 3 Monate lang irgendwie gar kein soziales Leben mehr. Also ich war nur zu Hause von morgens bis nachts und wollte unbedingt diesen Film fertig kriegen. Ja, aber das ist auch dann die Passion, die man braucht, um ein schönes Projekt fertig zu kriegen. Ich finde, das ist dann immer so der Funken, den man braucht, um es richtig gut zu machen. Ja. Auch wenn es manchmal ein bisschen wehtut. Genau. Wir sind ja jetzt schon am Ende der Stunde und wir haben uns ja heute angeschaut, wie du illustrierst und die Frames zeichnest und das Ganze dann in Photoshop importierst und ein GIF draus machst. Ich finde es super spannend, es ist was, das ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren werde. Gibt es denn noch ein paar finale Tipps, die du gerne an die Community weitergeben möchtest? Also eigentlich der größte Tipp ist einfach, macht einfach, worauf ihr Bock habt und versucht es einfach aus. Und ich bin ein großer Fan von Learning by Doing und übt nicht irgendwelche Animationen oder übt nicht irgendwas, irgendeinen Ball, der irgendwie bounced oder so, sondern denkt euch irgendwas aus, worauf ihr Bock habt, das zu machen und dann macht es einfach. Und das ist eigentlich mein Tipp. Und man kann halt, wie gesagt, man kann halt einfach alles machen, was man will und das wird schon irgendwie funktionieren.
Und das ist halt so auch so wirklich so Frame-by-Frame-Animation-Gedanke und DIY-Animation-Gedanke. Einfach egal mit was, irgendwie Bilder aneinander zu packen und dann kommt was Cooles bei raus. Am besten noch mit einer witzigen Idee am Anfang. Ja. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen lieben Dank dafür. Für alle, die sich gerne nochmal deine Arbeiten anschauen können, wir haben den Link gepostet oder eben auf deiner Webseite. Beides ist möglich. Wir sind die ganze Woche wieder da. Vielleicht können wir uns nochmal kurz den Plan anschauen. Vielen lieben Dank für deine Zeit und vielen Dank für die Insights in deinem Prozess. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es auch viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den Rest der Woche. Für alle, die noch Zeit haben, wie schon gesagt, Discord, kommt mal rüber. Und natürlich geht es hier später weiter mit allen Streams in englischer Sprache, Französisch und dann später kommen noch jede Menge mehr Streams. Also ihr könnt euch den ganzen Tag inspirieren und motivieren lassen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich wahnsinnig drauf und ich hoffe auch, dass wir uns bald wiedersehen, Jenja. Vielen lieben Dank für deine Zeit und bis ganz bald. Bis bald, tschüss. Bis dann, tschüss.